Ich hoffe, es hat geklappt. Probieren wir es einfach mal aus. Ich bin jetzt erstmal in der Klasse Lehrer. Klar, worum sich alles dreht, ist, dass wir die Schüler, die wir erwischt haben, in eine Liste packen. Also mache ich mir hier eine neue Liste. Bei Ihnen ist wahrscheinlich dieser Import nicht da, beziehungsweise nicht da gewesen. Deshalb mache ich ihn jetzt mal weg. Also, die Liste ist private. Ich kann ja sehen, dass der Lehrer es nicht nach unten weiter vererbt. Der Datentyp heißt ArrayList. Was ist in dieser ArrayList drin? Klar, Schüler. Und die heißt Erwischt-Liste. Gleich New. Zack. Er wird rot. Er sagt, hey, du hast mir hier diese Klasse nicht importiert. Importiere sie entweder einzeln oder wenn du noch mehrere Klassen aus diesem Paket brauchst, dann importierst du das ganze Java-Util-Paket. Wir brauchen nicht mehr, nehme ich diese. Okay. Ich brauche eine weitere Liste für die falsch verdächtigten Schüler. Vielleicht haben Sie gerade gedacht, mein Gott, was macht er da für lange Namen? Ich habe das Ding einfach so genannt. Klar, können Sie auch machen, aber plötzlich geistert da F rum und es geistert F rum und E und D und Z und B und D1 und so und Sie blicken gar nichts mehr. Ich stehe auf lange Variablennamen und ich stehe auch drauf, ich mache das nicht immer konsequent, wenn ich eine Liste deklariere, dass ich die auch Liste nenne, weil wenn die irgendwo auftaucht in einem komplizierteren Programm, sehe ich gleich, ah, das ist eine Liste, aber das müssen Sie nicht so machen. Das ist meine Marotte. Okay, immer zwischendurch Reset und Run, zack, ist geil. Super, da fangen Sie an zu spicken, ist ja ganz cool. Okay, schauen wir, was wir noch wollen hier. So, wenn ich drei oder mehr Schüler erwischt habe, wie komme ich da ran? Klar, ich hole mir hier meine Liste. Falsch verdächtigt Liste, die Größe. Wenn diese Liste drei oder mehr Einträge erhält, dann sage ich, hey, du hast zu viele Leute verdächtigt. Eigentlich könnte ich hier auch schreiben, gleich. Sollte keinen Unterschied machen. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie zwei beim Spicken erwische und dann ist die Liste vier die Größe und dann stimmt es mit der drei nicht. Ah, was soll's. Easy peasy. Gut, jetzt will er die Statistik ausgeben. Ich mache mal vorne dran das Backslash N. Wissen Sie noch, der macht eine neue Zeile, dass die Statistik auf jeden Fall in der neuen Zeile ist. So, er soll mir die Anzahl der erwischten Schüler sagen. Wie komme ich an die Anzahl der erwischten Schüler, indem ich die Liste nehme. Und die Größe. Zack. Wie heißen die? So, jetzt brauche ich natürlich eine For-Each-Schleife. Das heißt, ich muss die Liste durchlaufen und die einzelnen Namen rausholen. Was hole ich aus der Liste raus? Schüler. Ich nenne das ein Schüler. Wie heißt die Liste? This erwischt Liste. Das ist meine For-Each-Schleife. Und jetzt kann ich sagen, der liebe Herr Metz hat schon ein Getter für Name programmiert, um es Ihnen einfacher zu machen. Lassen wir es mal laufen. Ich erwische mal ein paar Schüler. Jetzt drücke ich die Taste S. Erwischt 0. Warum eigentlich nicht? Ich inspiziere mal diesen Typen. Er hat eine Erwischtliste. Und da sind keine Elemente drin. Klar, offensichtlich habe ich noch nicht gesagt, wenn ein Schüler erwischt wird, muss er in die Liste reingepackt werden. Deshalb war das jetzt vielleicht von der Reihenfolge nicht so smart. Naja, was soll's. Aber da ich jetzt schon mal hier bin, möchte ich mir noch auch ausgeben lassen, die falsch verdächtigten Schüler. Aus purer Faulheit, ich würde Ihnen nicht empfehlen, das so zu machen, denn Sie sollen ja die For-Each-Schleife üben, habe ich das jetzt einfach kopiert. Warum ich es ausprobiert habe, ich wollte Ihnen zeigen, dass das jetzt ein ziemlicher Spam wird, denn die Schüler stehen alle untereinander. Wie kann ich das machen, dass die Schüler nebeneinander stehen?
indem ich nicht println, SLN steht für Line nehme, sondern nur print. Dann mache ich da, dass die nicht so aufeinander drauf sitzen, mache ich da noch ein schönes Leerzeichen rein. Wunderbar, Greenfoot Delay 10 lässt das ganze Szenario für 10 Eckzyklen pausieren. Das habe ich gemacht, dass da nicht eventuell sich Dinge überkreuzen. Getter für die beiden Listen schreiben, nichts einfacher als das. Was kriege ich zurück, wenn ich mir eine Liste hole? Das Telefon klingelt. Ich schau mal, wer dran ist. Ja, hallo Metz. Ja, ich brauche noch eine halbe Stunde, okay? Tschüssi. Sehen Sie, habe ich wegen Ihnen meinen Sohn abgewürgt, aber so bin ich zu Ihnen. Und jetzt kann ich endlich wieder zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Was gibt mir ein Getter für eine Arraylist zurück? Eine Arraylist. Und was ist denn da drin? Schüler. Das gleiche für die Falsch-Verdächtigt-Liste. Jetzt mache ich noch die Setter, weil ich das vorhin von Ihnen wollte. Eigentlich ist die Setter zu machen doof. Ich zeige Ihnen gleich warum. So, der Setter, der holt nichts raus. Welchen Wert weise ich der Erwischt-Liste zu? Den, den ich hier als Parameter kriege. Was ist der für ein Datentyp? Gut, gleiches für die Verdächtigt-Liste. Eigentlich denken wir bei dem Setter von der Liste, fügen wir ein neues Element in die Liste rein. Das ist aber gelogen. Was ich hier mache, ich gebe eine komplette neue Liste und diese Liste weise ich dem Attribut this erwischte Liste oder this falsch verdächtigte Liste zu. Wir schauen uns jetzt mal den Schüler an. Da sehen wir nämlich, wie wir ein einzelnes Element hinzufügen, aber das wissen Sie natürlich eh schon. Gut, und zwar, wenn auf den Schüler draufgeklickt wird, dann holen wir uns den Lehrer mit getOneIntersectingObject, der heißt unprosaisch einfach L. Und jetzt sage ich, wenn der Schüler gerade spickt, also zu Recht erwischt wurde, dann packe ich den zur Erwischtliste des Lehrers. Ich nehme mir meinen Lehrer, schaue mit Steuerung Leertaste, was der kann. Aha, der kann get erwischt Liste. Ich kriege zurück eine ArrayList, das will ich ja haben. Und was mache ich mit dieser Liste? Add Schüler. Welchen Schüler will ich hinzufügen? Klar, this, dieses Objekt. Fertig. Get verdächtigt Liste, bam, add this. Cool. Sonst gibt es hier nichts zu tun. Ich habe Sie geschont. Schauen wir noch kurz ins Klassenzimmer. Denn in dem Klassenzimmer wollen wir die korrekten Werte aus den Listen holen. Und zwar, wenn wenn das Spiel ganz fertig ist. Also, erwischt. Wie viele habe ich erwischt? Keine Ahnung. Woher kann ich es wissen? Ich kann es wissen, indem ich vom Lehrer die Liste hole und dort die Größe abfrage. L.get erwischt Liste. Size erwischt, Doppelpunkt, 32 und Zeilenumbruch. Analog bei falsch verdächtigt. Jetzt wollen wir noch als Schönheitseffekt, wollen wir noch den einzelnen Schülerinnen und Schülern Namenskärtchen aufstellen. Das heißt, wir holen uns, nachdem die alle aufgebaut sind, holen wir uns die alle und packen ein Namenskärtchen drauf. Super. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich zeige Ihnen mal, wie ich vermute, wie Sie es gemacht haben. Sie schreiben eine For-Each-Schleife. Was holen wir da raus? Klar, Objekte der Klasse Schüler. Ein Schüler. Wie komme ich jetzt an diese ganzen Schüler? In welcher Liste sind die drin? Wir sind schon in der Welt. Die Welt kennt ja diese Liste. This getObjects. Hole mir alle Objekte. Welcher Klasse? Der Klasse Schüler. Und jetzt nehme ich mir jeden einzelnen Schüler her und sehe, da kann ein Namensschild aufstellen. Bam. Fertig.
So einfach ist schon. Vielleicht noch der Hinweis, ich habe hier noch, wir sind ja jetzt hier im Aufbau des Spiels in dieser Weltklasse, Set Paint Order verwendet. Set Paint Order sagt mir, in welcher Reihenfolge werden die Actors übereinander gesetzt. Also der Lehrer soll immer ganz hinten sein, sonst rennt er da vorne an den Schülern vorbei und man sieht nichts mehr. Während das Textfeld soll ganz vorne sein, dass ich sehe, was da los ist. Das Textfeld und das Namensschild soll auch nicht hinterm Schüler sein, sonst kann ich nicht sehen. Also sage ich Textfeld, Namensschild, Schüler, Lehrer. Paint Order. Super. Wir gucken mal, was da passiert. Okay, ich klicke mal den Typen an. S. Jawohl, ich habe einen erwischt. Das ist Olga. Vielleicht sollte man da noch einen Zeilenumbruch danach machen, nach dieser Ausgabe. So kann ich eine leere Zeile ausgeben. Ich könnte auch so machen. Das wäre im Prinzip genau das Gleiche. Also probieren wir es nochmal. Da, bam, Olsen habe ich falsch verdächtigt. Der böse Olsen, wie er da rumspickt. Wie sie jetzt alle anfangen zu spicken, das ist ja wahnsinnig. Ah. Ich drücke mal die Taste S. Ich habe drei erwischt. Toll, schon wieder fehlt mir ein Zeilenumbruch. Sie sehen sogar den Besten. Also mir passiert es mal so. Jetzt aber bitte, das ist ja abartig. So. Zack, 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 zack. Boah, bin ich ein fieser Lehrer. Das kommt alles von der Übung her. Nein, okay. Ich drücke die Taste S. Ich habe vier erwischt, nämlich diese vier hier. Und ich habe einen falsch verdächtigt. Das war die Olga und auch die Martha da. Und wenn er jetzt fertig ist, ich muss jetzt nur aufpassen, dass nicht das ganze Spiel. Ich klicke jetzt keinen mehr an. Ich bin zu grobmotorisch heute. So, erwischt 8 und ich habe hier einen Stress. Da ging wohl etwas schief, zum Glück habe ich es getestet. Ganz wunderbar, wenn Sie das nicht sehen, ein ganz wunderbarer Fehler. Sagen Sie, denken Sie kurz nach, was hier schief gegangen ist. Was für einen Datentyp brauche ich, um die Anzahl der Falschverdächtigten auszugeben? Klar, ein Int. Aber ich gebe hier eine Falschverdächtigt-Liste aus. Deshalb hat er auch hier diese eckige Klammer. Die eckige Klammer ist in ganz vielen Programmiersprachen Zeichen für so Listenzeugs. Also das heißt, ich muss hier noch sagen, size. So. Sieht aus, als würde es alles funktionieren. Ich muss das jetzt nicht nochmal ausprobieren. War eigentlich gar nicht so schwer, war auch gar nicht so viel zu machen. Also das mit diesen Listen, das muss man halt vor allem kapieren und